So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Agnes sprechen kann, denn Agnes ist mir eine Kundin, die mir sehr am Herzen liegt und die was ganz Fantastisches macht. Agnes, magst du dich gerne kurz mal vorstellen? Ja, ich bin Agnes Theresia und ich arbeite hier in Hamburg als Full-Spectrum-Doula und Frauenbegleiterin. Und wer mehr darüber wissen will, ich werde Agnes auch direkt verlinken unter diesem Video. Als du zu mir gekommen bist, Agnes, was war da damals deine größte Herausforderung? Was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich zu Kaya gehen? Ich habe ja eine Weile gedauert, bis ich zu dir gekommen bin. Ich glaube, du hast mir fast ein Dreivierteljahr vor unserem ersten Termin gesagt, Agnes, komm doch mal. Und ich war sehr am Schwimmen. Also ich hatte ein riesengroßes Problem damit, meine Kraft anzunehmen, meine Aufgabe anzunehmen, die eine wunderschöne Aufgabe ist, und tatsächlich anzukommen. Also ich hatte immer ein Riesenproblem, bist du noch da? Ja. Ein Riesenproblem damit, mich wirklich auf Hamburg einzulassen und hier zu sein. Ich wusste aber zeitgleich auch nicht, wo ich sonst bin. Also ich war immer so. Und dann war ich bei einem Circle bei dir und danach war klar, jetzt ist es Zeit. Jetzt darf ich ankommen. Und du sagst gerade, du hast dieses nicht zu wissen, wo du hingehörst. Wie hast du das gemerkt? Also wie hat sich das in deinem Leben angefühlt? Und was war so der Moment, wo du gesagt hast, so, das ist so eine Situation, das will ich nicht mehr. Einfach nur nochmal auch so für die anderen zu verstehen, wie war deine Situation? Also es haben sich einfach wirklich Dinge immer wieder wiederholt, dass ich Jobs angefangen habe, wieder beendet habe, bei jedem dachte, das ist es jetzt. Und interessanterweise auch, sobald ich an den Punkt kam, wo ich wirklich meine Kraft hätte kommen können, habe ich unbewusst etwas gesucht, was mich davon wieder weggezogen hat. Das heißt, ich dachte, ich muss ganz weit weg. Ich habe mich in Deutschland nicht wohl gefühlt. Ich hatte in meiner eigenen Familie, habe ich mich nicht zu Hause gefühlt. Also ich saß hier wirklich in meiner Wohnung und dachte mir, was mache ich hier? Was mache ich hier? So. Und du sagst es gerade so deutlich, dann ist direkt natürlich die nächste Frage, wie geht es dir jetzt? Ich bin endlich angekommen! überraschenderweise nach mittlerweile 12 Jahren in Hamburg und ein paar Sessions bei Kaya bin ich endlich zu Hause. Und es hat alles eine andere Qualität bekommen. Also natürlich weiß ich, ich werde bestimmt noch mal reisen, aber ich laufe nicht mehr weg, sondern ich reise einfach, um dort etwas zu berühren. Aber ich bin hier zu Hause, hier in Hamburg. Und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt wirklich da und ich lasse mich sehen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich zu geben habe, war wirklich wie einmal so klick, dass Frauen auf mich zukommen, dass, ich tue mich immer noch sehr schwer mit dem Wort Business, aber dass das anfängt zu fließen, dass die Reichweite größer wird und ich jedes Mal baff bin, wenn Frauen auf mich zukommen und sagen, ich habe von dir gehört, ich möchte gerne zu dir kommen, begleite mich, du bist eine Inspiration. Ich denke so, wow. Und alles, was es dafür gebraucht hat, war zu sagen, ich bin da. So, ja. Wenn du nochmal so auf unsere Zusammenarbeit auch nochmal zurückguckst, was war für dich so ein entscheidender Moment, was war so ein Aha-Moment oder was war so die Situation, wo du gedacht hast, ja, oder wow, das war mir vorher gar nicht klar. Gibt es da irgendwas, was so hängen geblieben ist? Ich glaube, so ein ganz einschneidender Moment war für mich tatsächlich im Nachhinein verqueres Verständnis von Stabilität. Mhm. Dass ich dachte, Stabilität bedeutet, also Stillstand. Mhm. Also ich hatte wirklich so sehr verquere Verständlichkeiten von
Stabilität, nach Hause kommen. Also für mich war automatisch zu Hause sein und Stabilität war für mich vorher eine Türe zu machen. Wie so ein Käfig, wie die Käfigtür, die zugegangen ist. Und da hat natürlich alles in mir gesagt, will ich nicht, ich will raus. Das war so ein ganz großer Punkt. Und auch im Nachhinein immer mehr, gerade in Bezug auch auf meine Familie was oder Ahnen, was immer so ein Thema war, dass es gar nicht darum geht, zu verändern, sondern einfach anzunehmen. Und dass dann automatisch die Dinge ins Fließen kommen. Du hast ja beschrieben, also im Prinzip war es am Anfang deine Schwierigkeit wirklich, also man kann es als Bild sehen, so Wurzeln zu schlagen, und zwar gar nicht nur im Außen, sondern so auch im Innen, dieses nicht zu wissen, wo es hingehen soll, immer wieder auch suchen, irgendwie nichts im Fluss zu kriegen, das Business, wie du sagst, dass es einfach nicht ins Laufen kommt. Und jetzt halt wirklich zu sehen, nach der Arbeit und nach dem, was passiert ist, zu merken, das Business läuft an, du bist einfach sehr viel stabiler, und man darf auch wirklich mal so sagen, die Finanzen finden sich wieder, das ist ja was, was bei vielen Frauen auch mal, wir wollen ja nicht über Geld reden, und das kommt alles. Großes Thema, ja. Ja, und zu merken so wirklich, da gibt es einen großen Unterschied. Wenn du nochmal einen rausgreifen würdest, was ist die allergrößte spürbare Veränderung für dich? Ich laufe nicht mehr davon. Ich traue mich, gesehen zu werden, und ankommen bedeutet nicht rückwärts gehen, sondern ankommen bedeutet vorwärts gehen. Und wie kannst du das, wie kannst du die Konsequenz daraus in deinem Leben sehen oder wahrnehmen? Wirklich in der Fülle, die mich umgibt. Also die Fülle, die langsam auf meinem Kontostand entsteht. Die Fülle, wie sich mein Business wirklich, also innerhalb von einem Monat verändert hat, sich auf einmal wirklich, ja, jede Woche was tun darf. Ja, ich glaube, das ist es wirklich, zu sagen, okay, ich bin hier und diese Fülle umgibt mich hier. Ja. Nun haben wir ja eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt und das, wie du gerade auch sagst, zeigt sich auch schon im Außen, ob im Kontostand oder in der Anzahl der Kunden, die zu dir kommen. Wem würdest du empfehlen, mit mir zu arbeiten? Also zu wem würdest du sagen, wenn Leute sagen, oh, das hört sich ganz gut an, jetzt weiß ich gar nicht, ist Kaya die Richtige oder nicht? Wo würdest du sagen, das sind die Menschen oder das sind die Themen, mit denen sollten die Leute auf jeden Fall kommen? Grundsätzlich, das heißt, wir blöd an alle, wenn du wirklich bereit bist, hinzugucken, wenn du wirklich bereit bist, in deine Kraft zu kommen und in deinen Fluss zu kommen, also weil es ist halt nicht Larifari, wir lachen auch, aber es ist wirklich, also es war für mich so, okay, bist du wirklich bereit anzunehmen, wer du bist, mit allem, was sich zeigt, was letztendlich ganz, ganz wundervoll ist, aber also ich meine, klar, ich habe fast ein Dreivierteljahr gebraucht, zu sagen, oh, okay, jetzt wirklich, aber es ist eine unfassbar wertvolle Begleitung gewesen und immer noch. Liebe Agnes, ich danke dir und freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie die Früchte größer werden und das Leben größer wird. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und für die Beantwortung.